Ja, wir kommen gleich noch zu einem zweiten Video heute in der MEM-Tagebuchreihe. Und ja, es gibt noch da sogar Überschneidungen zum ersten Video, weil es letztlich darum geht, wofür sind Unternehmen eigentlich da? Das Thema ist Preise und Rabatte, insbesondere Rabattschlachten. Ich weiß gar nicht, ob der Winterschlussverkauf schon wieder sozusagen formal begonnen hat, weil rechtlich gibt es ja da keine Einschränkungen mehr. Die Rabattgesetze wurden abgeschafft, das heißt, die Geschäfte können jederzeit mit beliebigen Rabatten sozusagen Kunden ihre Geschäfte ziehen. Aber mir geht es dabei um einen anderen Punkt. Und Anlass ist zum Beispiel für mich der Winter Sale bei Steam, weil ich spiele immer noch sehr gerne. Und letztlich ist für mich da immer wieder die Frage, auch so ein bisschen ja, so hin und her gerissen sein zwischen günstig Spiele ergattern, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, wenn ich ein Spiel für 1 oder 2 Euro oder vielmehr sogar noch deutlich weniger, weil im Steam Sale kann man auch Spiele schon kaufen, die nur wenige Cents kosten, ist die Frage, welchen Sinn macht es eigentlich überhaupt noch, dass diese Spiele etwas kosten, weil letztlich kann der Entwickler daran nichts mehr verdienen. Und ich hatte auch mal was gelesen, inwieweit die Entwickler letztlich auch nicht vollkommen frei sind, sozusagen in der Entscheidung, ob sie bei solchen Steam-Sales mitmachen oder nicht. Das ist ein anderes Thema, darüber habe ich mich jetzt nicht weiter eingelesen. Grundsätzlich geht es mir einfach darum, ja, was macht es im Endeffekt, wenn wir Dinge zu Rabatten angeboten bekommen? Oder ja, wie soll letztlich noch eine Wertschätzung über den Preis stattfinden, wenn bei den Computerspielen letztlich Rabatte bis zu irgendwie 90% oder sowas durchaus zu erwarten sind. Und andererseits gibt es diese Rabatte aber auch tatsächlich im Winterschlussverkauf, wo locker mal 50%, 60% oder 75% Rabatt sicherlich gewährt werden. Und da ist doch die Frage, an was gewöhnt man die Konsumenten, wenn man ihnen letztlich auch gerade in der Mode zweimal im Jahr signalisiert, hier, diese Waren, wenn du die vor 2 oder 3 Monaten verkauft hast, bist du ein ziemlicher Trottel, weil jetzt kriegst du sie gerade mal noch für ein Viertel des Preises. Und das bedeutet doch umgekehrt auch, dass halt verdammt viel Luft in den Preisen ist. Und ich würde es zumindest wünschen, dass letztlich nicht nur ein Produkt selber von Qualität und Lebenszyklus her eine längere Zeit hält, sondern dass auch das, was ich dafür bezahlt habe, es noch irgendwie sichtbar ist, okay, dieses Produkt hat auch noch diesen Wert, also auch vielleicht noch ein halbes Jahr später. Und das macht es im Endeffekt immer, also für mich zumindest immer schwieriger zu überlegen, okay, bin ich tatsächlich bereit, das Geld dafür zu bezahlen, wenn ich genau weiß. Also ich bin immer sehr erstaunt, wenn es tatsächlich Menschen gibt, die zum Beispiel das bei Smartphones oder halt ganz neu rausgekommenen Tablets und so weiter oder anderen Produkten im IT-Bereich tatsächlich mitmachen und noch bereit sind, sozusagen Preise zu zahlen, wo man genau weiß, in 3 Monaten ist das Ding wahrscheinlich nur noch die Hälfte, können wir es für die Hälfte kaufen oder noch stärkere Preisverfall dort in diesem Bereich. Und ja, aber zurück zu dem Steam-Sale, dort letztlich die Frage, wenn man überhaupt noch sozusagen Vollpreisspiele kaufen will. Ich habe es früher tatsächlich, also das ist jetzt wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her, wo ich meine letzten Vollpreistitel für 50, 60 Mark waren es damals. Also 60 Mark haben damals, glaube ich, noch gar keine Spielkosten, vielleicht 50 Mark mal. Inzwischen sind wir ja bei 50, 60 Euro, die er durchaus so einen Vollpreistitel versuchen kann reinzubekommen. Natürlich haben sich die Kosten und so weiter auch stark verändert, also die Kostenstrukturen sind deutlich andere geworden, das ist mir auch durchaus klar. Aber nichtdestotrotz ist die Schwierigkeit letztlich auch, wie passt es in unsere Ökonomie heutzutage, weil letztlich die Finanzierung sozusagen immer zweimal stattfindet. Einmal natürlich die Vorfinanzierung, das heißt, man braucht zuerst irgendein Kapital, um etwas anzuschaffen, um etwas zu erschaffen. Und dann sind aber Maschinen und so weiter, die angeschafft werden, werden dann sozusagen dann abgeschrieben, damit letztlich die nächste Maschine angeschafft werden kann. Und so ist es bei Computerspielen letztlich auch. Das heißt, es wird vorinvestiert. Das heißt, Entwickler werden 2 oder 3 Jahre bezahlt, die alle an diesem Produkt mitwirken. Und das Produkt muss dann so viel einbringen, dass es zumindest die Kosten deckt und natürlich die nächsten 2 bis 3 Jahre abdeckt.
Und ich muss sagen, das ist schon eine sehr, ja, etwas sehr Schwieriges, letztlich diese, ja, dass in diesem Rahmen auch Dinge produziert werden, die sich eben nicht in dieser Masse absetzen lassen. Und da sind wir letztlich auch wieder bei meinem Lieblingsthema natürlich, das Thema Erwerbsarbeit. Und die Frage ist, geht es bei der Arbeit um Erfüllung oder geht es nur bei der Arbeit letztlich um, ja, die Versorgung mit dem notwendigen Kleingeld, damit man seinen Lebensunterhalt fristen kann? Und also ich wünsche zumindest jedem, dass es zumindest etwas von beiden hat. Also dass nicht allein im Vordergrund steht, dass die Miete bezahlt werden muss, dass die Lebensmittel gekauft werden können, sondern dass zumindest irgendwo immer noch auch die Berufung im Beruf erlebt werden kann. Ich würde es zumindest gern jedem wünschen. Für mich selber ist es ja deswegen auch so, dass ich momentan ausgestiegen bin und mich genau versuche, eben mit meinem Thema der Komplementärwährung einfach auf diesen, ja, in einen Bereich zu begeben, wo ich sagen kann, das empfinde ich als Berufung. Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und dort Dinge zu bewegen, mit Menschen zu diskutieren, mich auszutauschen und letztlich auch auf dem Weg unsere Gesellschaft ein Stück zu verändern. Und ich sehe schon, ich komme relativ weit weg von dem Preisthema. Aber ja, letztlich geht es darum, um Werte, um Wertschätzung, und es fällt mir zunehmend schwerer zu sagen, ein Produkt ist das, ja, das Wert, was sozusagen als Preis neben ihm steht, weil im Moment ist es so, dass ich sozusagen von meinen Ersparnissen soweit lebe, um diese Komplementärwährungsgeschichte aufzubauen und dort Unterstützer zu finden. Und da ist letztlich, wenn sozusagen kein Geld mehr nachkommt, bekommt jeder Euro, jede einzelne Einheit nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn ich weiß, okay, ich gebe irgendwie vielleicht 10 oder 20 oder 50% meiner Einkünfte im Monat aus. Ich weiß, für viele mag es noch mehr sein, aber als Freiberufler waren das damals durchaus Quoten in den Monaten, wo ich irgendwo unterwegs war und zum Beispiel in der Schweiz gearbeitet habe. Da war es durchaus so, dass ich 10% sozusagen an Lebensunterhalt ausgeben musste und den Rest auf die Seite legen konnte, weil das ermöglicht mir eben jetzt auch diese Auszeit und in dieser Form mit euch zu sprechen, über Themen anzuregen, nachzudenken und einfach zu, ja, letztlich unsere ganze Welt oder vor allen Dingen unsere Gesellschaft und ihre ökonomischen und gesellschaftlichen Regeln in Frage zu stellen und zu sagen, sind das die Preise, die dort draufstehen? Ist es das wirklich was wert, was da drin ist? Also ihr seht schon, das Preisthema interessiert mich zu sehr viel mehr als nur den reinen Warenaspekten. Und bevor ich jetzt zu sehr in eine lange thematische, philosophische Abhandlung darüber gerate, kürze ich das Ganze ein bisschen ab und sage einfach nochmal, ja, überlegt euch mal, was es mit euch macht, wenn ihr genau wisst, dass ein Produkt in 2-3 Monaten vielleicht mit 50% Rabatt verkauft wird. Seid ihr danach bereit, das ganze Ding jetzt schon zu kaufen oder wartet ihr auch lieber ab? Und überlegt euch, ob ihr das Geld, was letztlich eure geronnene Lebenszeit darstellt, in irgendeiner Form dafür ausgebt oder dafür wirklich jetzt ausgeben wollt. Weil schließlich ist das ja sozusagen der große Knackpunkt, den die EZB, um noch einen anderen Aspekt ins Spiel zu bringen, jetzt die ganze Zeit versucht und bemüht, dass ihr ja nicht euren Konsum aufschiebt, sondern dass ihr unbedingt so schnell wie möglich kaufen wollt, wollen sollt ihr, aber eigentlich sollt ihr ja nur kaufen. Und letztlich der Einzelhandel und auch das Internet mit seinen vielen Rabatten und unterschiedlichen Preisangeboten für letztlich die gleichen Produkte, eigentlich genau das in Frage stellt. Das heißt, wie viel ist ein Produkt tatsächlich wert und was ist es wert im Vergleich zu dem Preis, der dort dran steht? Und ich denke, dass da irgendwo sozusagen einige Punkte drinstecken, die, wenn man sich anschaut, warum diese Preise so unterschiedlich sind, dass man dann auch wieder zu den Unternehmen zurückkommt und sich überlegen kann, wieso. Also klar, natürlich, ein Unternehmen will auch Gewinne machen, aber ist es seine primäre Aufgabe, Gewinne zu machen? Das heißt, was ist die primäre Aufgabe eines Unternehmens?
ist es, Menschen zu beschäftigen, Menschen zu versorgen, gute Produkte zu entwickeln, oder ist die primäre Aufgabe eben tatsächlich, aus meiner Sicht dann leider nur, Gewinne zu machen? Weil nur für Gewinne, diesen ganzen Aufwand, ist es nicht ein bisschen wenig, weil letztlich ich als Mensch, mir geht es darum, also mir persönlich zumindest, meine Bedürfnisse zufriedenzustellen, auf die eine oder andere Weise, in Kooperation und möglichst in freiwilliger Verbindung mit anderen Menschen. Und da ist dann die Frage, passen Unternehmen wirklich in diese Struktur? Also passen letztlich Unternehmen, so wie sie heute zu einem Großteil, wobei ich möchte vielleicht noch ein bisschen differenzieren, es geht hierbei nicht um Unternehmen, sondern wahrscheinlich eher um Konzerne. Das heißt, je größer und anonymer ein solches System letztlich funktioniert, desto weniger hat diese Struktur letztlich eine Erdung in der menschlichen Gesellschaft. Obwohl deutlich mehr Menschen dort arbeiten, ist sozusagen die Identität mit den Menschen deutlich geringer. Da gibt es auch einen Film, der das, glaube ich, ein bisschen aufgreift. Da wird sozusagen Corporations, glaube ich, heißt der, werden Unternehmen damit verglichen, mit dem psychologischen Profil eines, oder ich glaube mit den Bewertungskriterien für einen Psychopathen, weil es letztlich primär darum, also der Hauptaspekt aus meiner Sicht ist letztlich, dass aufgrund der Strukturen, die sich in einem Unternehmen herausbilden können, also nicht müssen, sondern können, und aufgrund der Größe dann eine gewisse Anonymität entsteht. Und aufgrund dieser Anonymität entsteht dann wiederum Verantwortungslosigkeit, weil jeder sozusagen meint, nur im Namen von anderen zu handeln und für seine Einzelhandlungen nicht mehr verantwortlich ist. Und letztlich aus dieser Anonymität heraus und der damit verbundenen Verantwortungslosigkeit passieren halt dann auch viele Dinge, die wir als verantwortliche Personen wahrscheinlich nie so entscheiden würden, die wir uns aber als so einen Baustein in diesem Element, als Baustein in diesen Strukturen nicht ausreichend reflektieren, nicht ausreichend Gedanken machen oder halt einfach auch keine Identität oder Identifikation mehr mit den Aufgaben dort haben. Also ihr seht schon, weit weg von den Preisen, aber letztlich hin zu den Kernen, zu der eigentlichen Frage, was ist es wert, ein bestimmtes Produkt? Und ja, damit, mit dieser Frage, lasse ich euch letztlich wieder zurück bis zum nächsten Video. Und ja, viel Spaß beim Reflektieren, warum es sinnvoll ist, ein bestimmtes Produkt zu kaufen oder es vielleicht sinnvoller ist, es nicht zu kaufen oder später zu kaufen. Ja, auf ein nächstes Mal. Tschüss.